Detroit Motor Show 2012. Wir wollen wissen, wo geht der amerikanische Markt hin? Bleibt es dabei, dass man große Pickups, Riesen-SUVs oder solche Hot Wheels fährt? Oder geht der Trend eher in Richtung Downsizing und am Ende des Tages kommen solche Fahrzeuge in Zukunft auf den Markt? Obwohl er nicht auf ATS-Felgen steht, heißt er trotzdem so, der Cadillac ATS. Vier Zylinder oder V6 mit 200 bis 318 PS stehen zur Auswahl. Dazu, je nach Gusto, Heckantrieb oder Allradantrieb. Wo wollen die Amis mit diesem Fahrzeug hin? Ich glaube, auch in den deutschen Markt gezielt den BMW 3er und A4 angreifen. Wie gut das funktionieren wird, wird sicherlich auch mit dem Preis zusammenhängen. Und der wird wahrscheinlich etwas unter dem der deutschen Konkurrenz liegen. Und dann ist auch wieder ein bisschen Geld für ATS-Felgen drin. Mit diesem Fahrzeug will GM die Jugend wieder abholen. Der Code 130R hat alle Attribute eines ehrlichen Ponycars. Er ist sportlich, er hat vier Sitze, einen aggressiven Look, Heckantrieb, ordentlich Power unter der Haube und ist am Ende sogar bezahlbar. Ich würde mir das Ding sofort kaufen, wenn es denn zu kaufen wäre. Leider ist der Code 130R nur eine Studie. Aber ich finde, sowas muss gebaut werden. GM, fasst euch ein Herz, mein Segen habt ihr. Bitte lassen Sie sich nicht von dieser Dame ablenken, denn wir sind hier bei einem historischen Moment. Hier steht möglicherweise der letzte Chrysler Minivan der Geschichte. Warum ist das so? Dies ist eine Studie der 700C. Der 700C ist dicht an dem Chrysler Voyager orientiert und Chrysler möchte damit in den Kunden hineinhören, bei dem Kunden mal nachfühlen, ist überhaupt noch der Bedarf für einen Minivan in Zukunft da. Die Nachfrage geht eher nach kleinen Urbanfahrzeugen oder nach der richtig großen Rutsche nach SUVs und somit könnte es sein, dass hier ein Relikt aus der Zukunft steht. Der Ford Fusion, eins der wichtigsten Fahrzeuge hier auf der Detroit Motor Show 2012 und das neue Flaggschiff aus dem Hause Ford. Das Design ist wirklich toll gelungen. Ein bisschen erinnert das an Aston Martin, wie ich finde. Sehr, sehr sexy. Mal gucken, ob der Wagen weiterhin so ein sexy Image hat, wenn er bei uns in Europa auf den Markt kommt, und zwar als Mondeo. Rosso Sportivo Simpatico, so stellt man sich ein schickes italienisches Auto vor, so wie dieses hier. Aber aufgemerkt, es ist ja gar kein Italiener, es ist ein Amerikaner, ein Dodge Dart. Aber er basiert auf der Alfa Romeo Giulietta. Chrysler hat sich gedacht, einfach mal die Italiener aus dem Maßanzug zehren und in den amerikanischen Casual Look packen. Fertig ist der Italo-Amerikaner. Dass das erfolgreich funktionieren kann, das sieht man an Dean Martin, Joe DiMaggio oder auch an Al Capone. Ob der Dart auch zur Legende werden kann, bleibt abzuwarten. Keine großen Überraschungen also bei den amerikanischen Herstellern hier auf der Detroit Motor Show 2012. Wer aber genau hinguckt, dem fällt auf, dass diese riesen Kaventsmänner ein bisschen nach hinten in die zweite Reihe rücken und dafür mehr im Fokus stehen solche kompakten, vernünftigen Fahrzeuge. Die Frage, die sich aber stellt, ist, will der Verbraucher überhaupt diese vernünftigen Fahrzeuge oder sagt der Verbraucher, ich pfeife auf den Verbraucher?